Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier in Neon. Wir haben ja in der letzten Folge die vertraulichen Daten bei Laredo Firearms platziert, ne? Und jetzt sollen wir mit Imogen hier sprechen. Und da sind wir jetzt auf den Weg dorthin. Wir müssen in die Richtung. So, dann bin ich mal gespannt, was unsere Chefin uns da sagt, ne? Wie viel Geld wir dafür bekommen. Beziehungsweise Credits. Glaube ich, kann mein Anzug auch ausziehen, ne? Aber das ist mal gar nicht so verkehrt. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt zu der Guten. Beziehungsweise fahren mit dem Fahrstuhl. So, eigentlich sollte ja alles zu ihrer Zufriedenheit sein, ne? Es ist ja da nicht viel dazwischen gekommen. Wir haben ja in der letzten Folge auch den Bankraub bei der Gale Bank. Naja, ich sag mal so, vereitelt kann man vielleicht nicht sagen, ne? Aber wir haben auf jeden Fall die Geiseln gerettet. Neben der Quest hier. Ich habe dich schon erwartet. Ist es erledigt? Jawohl! Ja, alles erledigt. Den Deal sollten wir in der Tasche haben. Kinderspiel, die werden ihr blaues Wunder erleben. Ja, aber das ist nicht gerade fair. Wir nehmen das erste. Ja, alles erledigt. Den Deal sollten wir in der Tasche haben. Großartig. Ich werde Ularu wissen lassen, dass wir unsere Verhandlungen aufnehmen können. Nun ist es an der Zeit, etwas andere Fähigkeiten zu testen. Okay, 2500 haben wir bekommen. Und CQBX, was auch immer das ist. Ich bin zu allem bereit. Ich finde, ich habe meine Fähigkeiten bis jetzt mehr als bewiesen. Für eine Herausforderung bin ich immer zu haben. Steht mir von rechts wegen nicht eigentlich eine Pause zu? Lol. Für eine Herausforderung bin ich immer zu haben, ne? Gut, dein nächster Auftrag könnte etwas mehr Flexibilität als die anderen bieten. Für deinen nächsten Auftrag musst du kreativ werden, um einer Sicherheitskraft eine Sicherheitsschlüsselkarte abzunehmen. Und mit kreativ meine ich nicht den Einsatz von Waffen. Wirf dich in Schale und überrede das Ziel. Oder übe dich im Taschendiebstahl. Du erstickst meine Kreativität. Irgendwelche Vorschläge, wie ich an die Schlüsselkarte komme? Eine leitende Sicherheitskraft hat nur für wichtige Leute Zeit. Ein schicker Anzug sollte funktionieren. Manche Agents haben auch eine Wachdienstuniform oder zwei im Schrank. So etwas kann sehr nützlich sein. Sei vorsichtig. Wenn du erwischt wirst, wird es nicht billig, das hinzubiegen. Da bin ich gespannt, ne? Wozu braucht ihr die Schlüsselkarte? Wird sie mir nicht sagen. Wir brauchen Zugang zum Sicherheitssystem eines Konkurrenten. Okay. Manchmal ist diese Art, uns Zugang zu verschaffen, besser als brachiale Gewalt. Okay. Okay, dann an die Arbeit. Viel Erfolg. Du kannst sicher die Schlüsselkarte auf friedliche Weise beschaffen. Denk daran, wenn doch etwas passiert, bist du auf dich allein gestellt. Reise hierhin, Haupttown. Optional trage einen Anzug oder die Uniform eines Wachmanns. So schnell konnte ich das jetzt nicht lesen, aber okay. Gut. Dann schauen wir jetzt mal danach. Ich wollte eigentlich, aber dann können wir gleich mal bei den Waffen gucken. Gut, wir brauchen irgendeine Nova-Light-Waffe, ne? Das sind die, die wahrscheinlich zum Betäuben dienen. Und so eine Waffe wäre schon mal nicht schlecht, ne? Ich habe dich im Blick. Wir
manche Quests, die hier vielleicht noch auf uns zukommen, da wäre so eine Waffe schon absolut nicht schlecht. So, was, wo will ich jetzt hin? Wie und warum? Ich wollte eigentlich in die Quests schauen. Guter Wolf. Eine Wache hat erwähnt, dass eine gewisse Amira Wolf vom Unterhaus Hilfe brauchen könnte. Vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Offene Fragen war das, ne? Genau. Die pinnen wir uns jetzt mal an. Sprich im Gefängnis mit einer Schar. So, dann wollen wir das mal machen. Und nebenbei können wir ja mal gucken, ob wir irgendwo Klamotten kaufen können. Eventuell. Gespannt, ne? Was gibt's denn hier alles für Geschäfte? Hier sind irgendwelche Apartments. James Newell sollte sich vorsehen. Der macht Ärger. Und mit Ärger kommt man in Neon nicht weit. Alles klar. Sprich mit James Newell. Wir bekommen immer neue Quests dazu, ne? Wenn sich die Dings heute mal nicht umbringen, könnte das ein guter Tag werden. Das wird auf jeden Fall nicht so schnell langweilig werden. Shop. Okay. Anzugwerkbank. Falls du Vorräte suchst. Ah, da ist er ja schon. Willkommen bei Newells. Rosa und ich garantieren unseren Kunden, dass wir Seekarts lausige Auswahl bei weitem überbieten. Da bin ich mal gespannt. Na, da ist ja schon dieser Newell, mit dem wir sprechen sollen. Klingt, als hättest du ein Problem mit Siegerts Laden. Da nimmt jemand den Konkurrenzkampf aber sehr ernst. Ein gesunder Wettbewerb gehört zum Geschäft dazu, ne? So sehe ich das auch. Siegert, wer ist das? Wer ist Rosa? Rosa Newell ist meine Frau und Geschäftspartnerin. Okay. Siegert, wer ist das? Siegerts Outfitters. Du darfst durchzugeben, dass du schon einmal in seinem erbärmlichen Laden Plaza warst. Ehrlich. Ein gesunder Wettbewerb gehört zum Geschäft dazu. Das ist mir klar. Aber im Umgang mit Schlangen wie Siegert spielen die normalen Regeln des Handels keine Rolle mehr. Der Zusammenhalt unter den Geschäftsleuten von Neon ist ihm völlig egal. Er schwänzt unsere Treffen und macht bei Sammelbestellungen nicht mit. Und er schmiert die Neon Security, damit sie seinen Laden beschützen. Was für Treffen meinst du? Viele Kaufleute in Neon gehören einer kleinen Händlerallianz an. Das ist nichts Offizielles. Wir setzen uns nur manchmal zusammen, um Probleme zu klären und uns gegenseitig zu helfen. Wie schützt du euren Laden? Ich wehre mich gegen das Pack, das hier reinkommt und glaubt, ich würde einfach mein Geld hergeben. Ich lasse mich nicht rausdrängen. Und ich zahle auch kein Schutzgeld. Vielleicht solltest du dich um deine eigenen Sachen kümmern. Vielleicht hat er ja keine Wahl. Es klingt vernünftig, dass er seinen Laden schützen will. Ja klar. Wenn man nur an sich selber denkt. Mit jeder Zahlung von Siegert validiert er die Korruption der Neon Security. Er setzt schlechte Maßstäbe, denen andere Händler folgen müssen. Jedenfalls, entschuldige, mich wühlt das Thema einfach sehr auf. Entschuldige bitte den kleinen Ausbruch. Sieh dich ruhig um. Du findest bestimmt etwas, was dir gefällt. Ich würde gerne etwas kaufen. Erzähl mir von dir und Rosa. Sind bei der Neon Security alle korrupt? Ich würde sagen, die Mehrheit der Wachen ist korrupt. Und die paar, die es nicht sind, stecken ihren Sold ein und gucken weg. Sie haben Neon komplett unter ihrer Kontrolle. Die eigene Security des Freestar Collective hat hier nicht mal einen Posten.
Ohne den Außenposten der Freestar Ranger gäbe es in der ganzen Stadt keinen Funken Gerechtigkeit. Erzähl mir von dir und Rosa. Ich bin vor ungefähr 20 Jahren nach Neon gekommen. Ich hatte über einen Freund einen Job bei Xenofresh bekommen und habe an den Docks gearbeitet. Nach ein paar Jahren wurde ich in die Rissbarsch-Verarbeitung befördert. Da habe ich Rosa kennengelernt. Sie war meine Vorgesetzte, aber wir haben uns sofort verliebt und bald beschlossen, bei Xenofresh zu kündigen, zu heiraten und einen Laden aufzumachen. Wir sind heute noch glücklich verliebt. Das ist schön. Ich rede mal mit Sieghard. Vielleicht kann ich ihn zur Vernunft bringen. Oh, okay, ja. Das wäre extrem hilfreich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nun, ein Danke wäre nicht daneben. Ich mache das nicht umsonst. Du musst überhaupt nichts sagen. Okay. Aber sei vorsichtig. Sieghard kann überraschend unvernünftig sein, wenn er in die Enge getrieben wird. Ich werde schon fertig mit dem, ne? So, mit Dietrich Sieghard. Ich würde gerne etwas kaufen, oder? Wie oft hast du schon versucht, selbst mit Sieghard zu reden? Als ich das Thema das erste Mal angesprochen habe, haben wir uns fürchterlich gestritten. Sieghard hat gesagt, dass er die Neon Security auf jeden Fall bezahlt. Ich habe danach noch ein paar Mal versucht, mit ihm zu reden. Aber er war immer zu beschäftigt, um sich vernünftig mit mir zu unterhalten. Er hat offensichtlich nicht vor, nochmal mit mir zu reden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er so wütend auf mich ist. Ich würde gerne etwas kaufen. Schau mal. Klar, sieh dich um. Kleidung. Okay. Oh, das ist nicht mal so teuer, ne? Können wir uns wenigstens mal vernünftige Klamotten kaufen? Alter, was ist das denn? Das brauchen wir nicht, ne? Schick, schick. Wie viel haben wir überhaupt? Naja, knapp 30.000. Sieht irgendwie alles gleich aus, ne? Okay, das ist auch nicht schlecht. Uniform. Nö, ich will den Anzug hier haben. Der gefällt mir ganz gut. Kopfbedeckung brauchen wir keine, ne? Ich würde gerne etwas kaufen. Gut, das haben wir. Warte mal. Wir können ja noch mehr kaufen, gerne. Oder? Außer du findest Kleidung. Sicher etwas, was dir zusagt. Was ist denn mit Anzügen? Anzug, Bodencrew. Sternenvagabund. Gut, und den haben wir ja eh schon. Aber wir könnten vielleicht auch gleich was verkaufen, ne? Ja gut. Okay, schauen wir später nochmal. Pass da draußen auf dich auf. Wir haben auf jeden Fall erstmal neue Kleidung. Die können wir uns gleich mal anziehen. Was? Okay, den Anzug möchte ich anziehen. Typen verscheuchen. Total zugedröhnt. Nice. Die wussten nicht mal, auf welchem Planeten sie sind. Es sind doch bloß Kids.
Vielleicht reicht das für das Treffen, was wir für den Typen brauchen, für die nächste... Aurora ist keine Partydroge. Für unseren nächsten Job. Das reinste Gift. Es gehört verboten. So, aber erstmal wollen wir jetzt der Quest mit dem Gefangenen weiter. Mining League Youp. Mining League. Was haben wir hier noch? Was ist das? Wenn ich anders abgebogen wäre, wenn die Münze meines Lebens Kopf gezeigt hätte und nicht Zahl. Okay. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Bitte neu formulieren. Frank Drennick. Wenn du etwas kaufen willst, sieh dich ruhig um. Aber ich behalte dich im Auge. Nur, dass das klar ist. Das ist keine tolle Art, potenzielle Kundschaft zu behandeln. Mein Laden, meine Regeln. Wenn dir das nicht passt, rede mit Styx. Er leitet unsere Beschwerdeabteilung. Ein Roboter kann sich nicht um Beschwerden kümmern. Hey, er kann Millionen Rechenvorgänge pro Sekunde ausführen. Ein paar Beschwerden wären ein Klacks für ihn. Weißt du, ich bin's unendlich leid, dass die Leute Styx behandeln wie so eine Attraktion in einer Freakshow. Ich meine, guck dir die Graffitis auf seinem Chassis an. Wenn ich den Pisser finde, der das war, lasse ich ihn sowas von die Reinigung bezahlen. Wenn du möchtest, könnte ich die Person Sohn suchen, die Styx verunstaltet hat. Ehrlich? Okay. Hab dich wohl falsch eingeschätzt. Ich könnte dafür zahlen, das Graffiti zu entfernen. Nö. So einen anderen Angriff kann ich nicht einfach ungeahndet lassen. Schön, dass du Styx nicht nur als Gegenstand ansiehst. Der Mistkerl, der das meinem Kumpel angetan hat, nennt sich Warlord. Du findest ihn wahrscheinlich in Euphorica. Jagt dem Pisser Angst ein. Dann wissen alle Freaks in Abside, dass man sich mit mir und Styx nicht anlegt. Lass mich mal sehen, was du im Angebot hast. Wir fragen nochmal, warum dieser Warlord es auf ihn abgesehen hat hier. Warlord gehört zu den Disciples. Einer der Straßengangs, die sagen, Abside gehört ihnen. Vor ein paar Jahren wollte die Gang hier einbrechen und mich ausrauben. Aber Styx hat einen von ihnen erledigt und einen zweiten zu Reliant geschickt. Seitdem tyrannisieren er und seine Kumpel mich. Hauptsächlich verjagen sie meine Kunden und stehlen meine Lieferungen. Warlord will sich immer noch an mir rächen. Und er hätte es fast geschafft, als er Styx irgendwie deaktiviert und mit Farbe besprüht hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er an Styx vorbeikommt und mich kalt macht. Gut, wir fragen nochmal, was mit seinem Auge passiert ist. Ist kein großes Geheimnis. Ich hab's als Freestar-Soldat im Koloniekrieg verloren. Ich war Fußsoldat, Infanterist im Nahkampf. Lief auch ziemlich gut. Bis irgendwann eine EM-Waffe unseren Transporter erwischt hat. Sie haben mich zwar aus dem Wrack gezogen, aber eben ohne Auge. Ich hatte noch Glück. Die meisten Soldaten sind bei dem Absturz gestorben. Lass mich mal sehen, was du im Angebot hast. Oh, ich habe jede Menge. Jede Menge. Oh ja, schöne Waffen auf jeden Fall, ne? Eine Boom-Boom. Oh, 17.000. Nee. Erdzeitiges Jagdgewehr. Ja, schöne Waffen auf jeden Fall. Aber diese Nova Lights hat er eben auch nicht hier, ne? Nee, also Waffen brauchen wir erstmal nicht. Ja, der hat nur Muni und Waffen, ne? Gut. Hast du manchmal Albträume, Styx?
Vom so. Krieg. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Dann machen wir dann mal weiter. Trade Authority. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal der Quest nach. Das ist ja unser Ziel in dieser Folge. Okay. Schönheitsoperation. Hier ist Appsite. Habe ich irgendwie auch schon mal gehört. Schon mal Spacern begegnet? Totaler Abschaum. Ah, hier ist der Kaffeeladen. Alles, was von Koloniekrieg Tomohigashi liegt immer noch hier. Kann den Kinder wegräumen. Mailbank. Hast du schon einmal einen unserer Geldautomaten gesichtet? Ja, okay, wir müssen hier runter, ne? Nee, hier rein. Wir müssen hier rein. Weil sie eine Schlange haben. Security Hauptquartier ist das hier, ne? Das Neon Security Hauptquartier. Nein, nein, nein. Hey, warst du dabei, als diese Security-Schweine mich geholt haben? Bitte, hab ein Herz. Du musst mir helfen. Worum geht es? Klingt so, als würdest du hierher gehören. Wofür sitzt du ein? Bist du schuldig? Ob ich schuldig bin? Nein. Ich meine, ja, ich bin hypothetisch in Aurora-Schmuggel verwickelt. Aber wer ist das nicht, oder? Hier geht's um mehr als eine fingierte Anklage. Worum geht es? Danke. Oh Gott, ich muss zugeben, dass ich halb ausflippe. Ich habe meinen Job verloren, meine Creds. Und wenn ich das mit Yannick Legrand nicht kläre, verliere ich alles. Alles. Yannick erwartet ein Paket. Ein nicht unbedingt legales Paket. Wenn du es ihm bringst, weiß er, dass ich loyal bin. Keine Sorge, Yannick ist stinkreich. Er bezahlt dich. Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Ich will nicht in der Zelle neben dir landen. Wer ist dieser Yannick? Oh Mann, du hast wohl noch Weltraumstaub in den Ohren. Bei Yannick Legrand gibt es nach der Astral Lounge den besten Alk. Aber bei ihm können den auch normale Leute bezahlen. Nicht nur Schnösel. Und er stellt Blend her. Er ist also der Macker. Auf ziemlich offensive Art. Warum vertraust du mir? Das, tue ich gar nicht. Du bist nur meine einzige Chance. Ich weiß nicht, ich will nicht in der Zelle neben dir landen. Was soll ich tun? Du rettest mir echt das Leben. Super cool von dir. Meine Kiste steht in Block 02 in Appsite. Mein Authentifizierungscode ist Alpha 3 Kilo 4. Sag einfach der Managerin Bescheid. Sie lässt dich dann rein. Das Paket samt Inhalt ist da drin. Bring es einfach zu Yannick. Dann ist dieser verdammte Albtraum endlich vorbei. Okay, dann haben wir das auch erstmal geklärt. Zugang ist der Schlüssel. Ich muss eine Schlüsselkarte besorgen und zwar an folgendem Ort auf Polvo im Valo-System. Haupttown. Wenn ich will, dass der Security-Chief mit mir spricht, dann sollte ich einen Anzug oder eine Security-Uniform tragen. Ah, okay, wir sind ja hier. Sprich mit dem Sleep Crate Manager. Schauen wir mal, was wir machen können. Okay.
Zeit. Ah, hier. Ich habe noch Sleep Crates zu vermieten. Aber jemand wie du hat doch was Besseres verdient. Warum? Weil ich einen Anzug anhab? Ich würde gerne wissen, wie man eine Sleep Crate kauft. Nimm dich in Acht. Nicht jeder, der in unseren Sleep Crates wohnt, ist seriös. Ich würde gerne wissen, nee. Ich brauche Zugriff auf eine Schar Osmanes Sleep Crate. Wenn du den richtigen Autorisierungscode hast, lasse ich dich überall rein, wo du willst. Vielleicht bedanke ich mich sogar. Du siehst aus, als wüsstest du das zu schätzen. Ist doch nicht so wichtig. Der Code lautet Alpha 3 Kilo 4. Alles klar, okay. Und die Authentifizierung ist grün. Such nach C153. Bevor du gehst, wage ich mal die Vermutung, dass du mehr Geld hast als meine übliche Klientel. Ich schmeiße bald Kisten von säumigen Kunden weg. Vielleicht ist wochenalter Rissbarsch drin. Vielleicht bei Lamos von Miguel Rafael. Das Original. Glückssache. Okay. 1000 Credit zahlen? Die Crate nehme ich gerne. Handel. Wurde das Originale bei Lamos nicht zerstört? Selbst die Nachdrucke sind ein Vermögen wert. Angeblich hat Raphaels Sohn bei Lamos an einen UC-Magnaten verkauft. Und das Feuer war nur zur Vertuschung da. Ein Stück Freestyle-Geschichte hängt in einem Deimos-Vorstandszimmer? Es gab schon aus nichtigeren Gründen Kriege. Mann, ist das schön, mal mit einem echten Menschen zu reden. Na okay, komm, wir machen's. Klasse. Einheit C203 ist auf dich geschlüsselt. Viel Glück. Das ist Unsinn, ne? Ja. Nicht mal ein Fenster drin. Naja. Warum habe ich die jetzt überhaupt gekauft? Gute Frage, ne? Wir müssen hier rein, ne? Neshars Paket. Gut, erledigt. Erledigt. Können wir das Paket noch zurückbringen? Noch ein Hotel. Willkommen im Hotel Woli aus dem Wildland. Da du zweifelst zu Hause in Leon. Richtig behandeln. Aber richtig. Noch vor 2 Jahren. So, wir schauen erstmal. Hab gehört, bei Reliance Medical sind die Vorräte knapp. Dann schau mal. Wenn Doc Manning das nicht in den Griff kriegt, müssen sie am Ende zumachen. Und deine Neugier. Die Gerichte. Neue Quest. Legons ist die einzige Anlaufstelle. Hallo. Ah, Kundschaft. Ach, das ist der Yannick, alles Wie klar. Wie brauche ich deine Credits aus? Oder verschwinde. Deine Entscheidung. Wenn du Blend willst. Heute Nacht ist eine neue Lieferung reingekommen. Ein mysteriöser Name für ein Getränk. Der Name sagt doch schon alles. Pass auf, ich habe keine Zeit zum Plaudern.
Ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Also, wenn du dich bitte beeilen würdest, wäre das toll. Sobald sich rumspricht, dass wieder Blend da ist, gibt es einen Massenansturm. Warum ist Blend so beliebt? Wahrscheinlich, weil man es nur in meinem Geschäft kaufen kann. Und sonst nirgendwo in den ganzen besiedelten Systemen. Es enthält eine spezielle Mischung geheimer Zutaten, die es nur in Neon gibt. Nee, ich wüsste gerne, was die geheimen Zutaten sind. Ich erzähle dir ein Geheimnis, wenn du mir deins verrätst. Was? Nein, deine verdammten Geheimnisse sind mir egal. Arsch. Hältst du mich wirklich für so blöd? Lass mich eine Sache klarstellen. Das Rezept für Blend nehme ich mit ins Grab und es gibt nichts, was du daran ändern könntest. Falls du jetzt enttäuscht bist, kann ich nur sagen, dass du dich daran gewöhnen solltest. Neshar schickt mich, um mit dir zu reden. Ja, klar. Du gehörst zu Neshar. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Fast wie Zwillinge. Ich weiß, dass er einkassiert wurde. Wenn du also Undercover Security bist und Schutzgeld willst, vergiss es. Yannick lässt sich nicht veräppeln. Er meinte, ich soll dir das geben und dass er loyal ist. Oh, wirklich? Faszinierend. Neshar hat also geliefert. Vielleicht ist er doch nicht so ein Loser. Ach, was rede ich? Er ist ein kleiner Fisch. Aber wenn die Konzerne alle guten Fische verschlingen, bleiben eben nur noch winzige Fischlein übrig. Nimm die Creds. Ich bin weithin für meine Großzügigkeit bekannt. Okay. Neshar hatte wirklich Angst, dass du ihn fertig machst. Sei nett zu ihm. Ja. Er ist loyal. Loyalität wird belohnt. Du siehst richtig talentiert aus. Und niemand kennt dich. Ja. Du hast den unvergleichlichen Schöpfer von Yannick's Blend vor dir. Blend ist stark. Blend ist gut. Und Blend haut richtig rein. Dass er reinhaut, ist das Problem. Aber bist du vielleicht die Lösung? Ich könnte das Ganze sauberer und besser aufziehen. Solange die Bezahlung stimmt, bin ich interessiert. Ich wittere einen Haken, einen großen. Was soll das sein, Blend? Du bietest mir einfach so einen Job an? Solange die Bezahlung stimmt, bin ich interessiert. Hervorragend. Ja. Ganz einfach. Für Blend braucht man Aurora. Eine böse Droge. Außerhalb der Astral Lounge. Komplett illegal. Ah. Und außerplanetar noch illegaler. Wenn die Ranger dich mit Aurora auf dem Schiff erwischen, Junge, dann fährst du lange ein. Und wenn der große Benjamin Bayou herausfindet, dass du es auf der Straße verkaufst, noch schlimmer. Aber bisher war ich zu klug für sie alle. Und zusammen können wir weiter Unmengen an Credits verdienen und gleichzeitig den großen Bayou zum Narren halten. Hauptsache, ich werde damit reich. Ich hatte keine Ahnung, worin du verwickelt bist. Was weißt du über Benjamin Bayou? Der Mann glaubt, ihm gehört ganz Neon. Er glaubt, er spielt allein. Aber er ist sich zu fein, um in die Gosse zu sehen. Zu den echten Menschen. Also kann Yannick sein eigenes Reich aufbauen. Scheiß auf Bayou! Ha! Hauptsache, ich werde damit reich. Sehr, sehr gut. Neshar ist jetzt wertlos für mich. Loyal, ja. Aber er wird ab jetzt beobachtet. Wertlos. Und mein anderer Mitarbeiter? Felix Sadler lässt Neshar wie ein Genie aussehen. Es wird Zeit, dass Felix Sadler Urlaub macht. Dauerhaft. Außerplanetar. Oder vielleicht fällt er auf tragische Weise ins Meer, mir egal in welches. Aber kümmere dich drum,
Und du bist für Yannick sehr wertvoll. Tot oder lebendig, ganz schön kaltblütig. Dein verrückter Plan wird dich umbringen. Kein Interesse. Was hat es mit Felix auf sich? Ach, Felix ist fertig. Kostet zu viel von seiner eigenen Ware. Klar, es wird immer schlimmer. Er gefährdet die ganze Operation. Am besten verschwindet er. Ich werde mich um Felix kümmern. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Felix hängt in einem ranzigen Lagerhaus in Epside rum. Da findest du ihn. Gut. Okay, da sollen wir jetzt mit dem reden, oder was? Okay, ich würde sagen, Leute, wir schauen uns das in der nächsten Folge weiter an. Ich denke, das wird für eine Folge hier ein bisschen viel. Ne? Also würde ich sagen, ich werde hier speichern und wir schauen uns das in der nächsten Folge hier gleich dann gemeinsam an. Ich hoffe, ihr seid gespannt darauf. Ne? Und hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Wenn das natürlich so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Daumen nach oben zeigt. Lasst gerne auch Kommis da, ne? Mit allem Möglichen, was dir so einfällt. Abonnier gerne den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du nichts Neues mehr verpassen. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video und alles, was hier Neues passiert, auf dem Laufenden gehalten, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt darauf, ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, ciao, euer Jens.